Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa spielt Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß. So, das ist jetzt hier so ein Puzzle, ne? Minecraft-Puzzle. Und was war das? Das war das Denkerzimmer. Und was ist im Sportlerzimmer? Im normalen Texture-Pack sind ja da. Ist ein Sportler hier. So, da haben wir jetzt Sportlerzimmer. Ja, puh, Gottchen. So, was ist hier? Prost. Okay, dann werden wir hier mal eine Treppe runterbauen. Und zwar... bauen wir die mal hier hin. Das ist jetzt eine Steinziegeltreppe. Ja, das reicht natürlich dann Platz mehr. Das reicht überhaupt nicht. Da müssen wir schon vorher runter. Okay, das reicht schon mal gar nicht. Dann ist aber jetzt der Eingang und so weiter. Das liegt dann alles schon mehr oder weniger fest. Mal zu fressen. So, dann haben wir hier unsere Sandstein. Den wir da einsetzen. Und wie viel haben wir denn immer Luft gelassen? Das Geländer, eigentlich ist das egal. Das Geländer ist immer relativ lang. Also ziehen wir das bis hinten hin oder respektive erstmal bis, das wäre jetzt fast was gewesen, erstmal bis hier hin. Hier kommt ja dann die Treppe. So, das war jetzt nicht der Fußboden, sondern der Fußboden war jetzt tiefer. Ne? Ja, das heißt, wir werden also auch die Treppe dann eins tiefer ansetzen können. Damit geht das schon mal hin hier. Ja, das passt, das geht sich schon mal aus, wie der Bayer sagt. Hier machen wir Durchgang. Was ist eigentlich das hier für ein Zeus? Das waren Hilfssteine. So. Ja, das kann eigentlich dann auch weg, weil wir... hier dann kein Dach mehr haben. Okay, das kann auch weg. Hier werden wir dann noch Steine hinsetzen, die also Sitze, ne? Die gucken natürlich alle gern aus dem Fenster. Das heißt, wir werden hier vielleicht wieder mit indirekter Beleuchtung arbeiten. Mit Leuchtkürbis oder was. Und dann davor und darum herum setzen wir dann... oder machen wir hier so... Dinger dahin, das ist natürlich, ja, das haben wir ja hier gemacht. Also wir machen das schon in Ton, also irgendwie kommen dann da halt ein paar andere Leuchter hin. So, das können wir ja hier gleich auch mal versuchen, wenn wir es hinkriegen. Müssen wir machen das von so, von oben. So, jetzt wollte ich schon einen Hähnchenschlägel dahin hängen. Alles klar. So, wo sind wir stehen geblieben? Bei der... hier haben wir überall dann an die Wand machen wir das doch mal wieder weg und tun hier
dann doch lieber diese Dinger hin. Denn das ist ja eigentlich ein großer Raum hier. Das kann weg, die schweben jetzt aber schön in der Luft. Ei, war das jetzt verkehrt oder richtig? Das war richtig, aus Versehen. So, dann tun wir hier Holzbretter hin. Erstmal bis da. So. Hier kommt dann ein Durchgang. Hier erstmal Sandstein, da hatten wir noch welche, genau, da war noch Sandstein genug. Da können wir jetzt noch so eine Sitzreihe jeweils hinmachen. Von dem Hotelrestaurant, das wird dann also auch ein bisschen vergrößert hier, das Hotelrestaurant. Hier bauen wir dann einen Durchgang. Oder lassen wir das. Bauen wir da einen Durchgang oder ja oder nicht? So, Durchgang. Und dann machen wir hier noch Lampen drauf. Und auch da. So. Und dann machen wir das hier auch nochmal hin. Lampe. So, im dritten Versuch. Könnte man da ja dann auch nochmal draufsetzen, aber das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Ich kann hier natürlich noch zusätzlich indirekte Beleuchtung dran packen. Ne? So, was haben wir hier für tote Ecken? Hier kommt dann Tischchen. So, hier ist dann Durchgang. Hier wäre dann so eine Art Verkaufsraum. Hier wollte ich ja dann mit Steinziegeltreppen noch arbeiten. Da müssen wir jetzt aber dann runtergehen hier. Das wird spaßig, Leute. Das wird spaßig. Da muss ich hier mit. Auf was können wir denn verzichten? Auf Erde. So, das war jetzt etwas mutig, aber man muss manchmal mutig sein. Erde, da können wir drauf verzichten. Und dann gehen wir dann mit der Treppe hoch. Sandsteintreppe. Wo ist sie denn jetzt gewesen? Da, Steinziegeltreppe meine ich. So, da brauchen wir vielleicht dann natürlich so eine Doppeltreppe nachher, wenn wir hier so einen Doppeleingang machen wollen. Ja, ist schon nicht so einfach. So, da machen wir dann Steinziegel drauf und da machen wir dann auch noch mal Steinziegel. Dann können wir den Sandstein bis hier vorne hinpacken. So, wie weit müssen wir denn runter? Wir müssen nur einen runter mit dem ganzen Kram. Nehmen wir das mal weg und das. Ja, wir haben es genommen. Und das, und das. So, dann können wir hier nämlich
unseren Steinziegel hinsetzen. So. Da auch. Und hier machen wir dann Steinziegeltreppen. Und zwar jetzt zwei. Erst nochmal Erde darunter. Heißer, ist eine knifflige Arbeit, du. So. Knifflige Arbeit. Und wir werden da, wir brauchen noch einen Tag länger. Ja, wie ist das mit den Folgen? Ihr seht es ja, wenn ich das jetzt hier gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich werde Doppelfolgen machen, wenn ich mit der Eisenbahn fahre. Ne? So, da müssten wir jetzt natürlich dann, das ist uns fürchterlich weit runtergefallen. Oh. So, dann gehen wir mal ins Bettchen. Also ich mache Doppelfolgen, wenn ich mit der Eisenbahn fahre und vielleicht auch, wenn es ein bisschen langweilig sonst ist. Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.